In der Gruppe ist es richtig wertvoll, weil wir ganz sein dürfen und uns so zeigen können mit der Behinderung. Die Behinderung soll ja sonst im Alltag nicht immer unbedingt eine Rolle spielen. Wir möchten ja nicht beim Einkaufen im Supermarkt jedes Mal irgendwie diese Behinderung thematisiert wissen. Aber in der Gruppe ist es völlig okay, dass wir uns in unserer ganzen Persönlichkeit zeigen können mit der Behinderung. Und es ist eine sehr wertvolle Erfahrung, so gesehen zu werden. Behinderte Schafsmutter, guck. Also wenn das nicht der richtige Ort ist für uns hier. Die solidarisieren sich, die Schafe. Mutterpower. Mutterpower, genau. Einmal im Monat organisiert Sandra Klott-Olbrich ein Treffen für ein Dutzend behinderte Mütter. Ohne Männer, ohne Kinder, ohne Ansprüche und Erwartungen. Jedes Mal geht es um ein bestimmtes Thema und immer um Erfahrungsaustausch und gegenseitigen Beistand. Gegründet hat sie die Gruppe aus Wut über entwürdigende Erfahrungen. Also eine Sachbearbeiterin beim Amt sagte mir, wieso, Sie wollen eine Parkerleichterung, wie sind Sie denn hierher gekommen mit Ihren zwei Krücken? Ja, dann kommen Sie mal wieder, wenn Sie im Rollstuhl sitzen. Und das sind so Dinge, die muss man dann erstmal schlucken. Ich hatte sonst immer von mir selber so das Bild als selbstständige, selbstbestimmte Frau. Und auf einmal war ich da als Mutter, ja, behindert und Bittstellerin. In dieser Rolle wollte ich gar nicht sein. Und daher kommt diese Wut. Dabei könnte das Leben viel einfacher sein, mit ein bisschen flexibler Hilfe. Eine Frau hat einen Schub oder es geht gerade ganz schlecht einen Tag und man kann das Kind nicht heben oder nicht wickeln. Und da muss man ganz schnell handeln. Und dafür hätten wir gerne Mittel, dass wir dann sagen, gut, jetzt rufen wir Assistenten XY an, den bezahlen wir aus unserer Kasse und der hilft dir jetzt, damit du durchatmen kannst, eine Nacht schlafen kannst und morgen ist ein neuer Tag. Also so würden wir das ganz gerne machen. Das ist unser großer Wunsch. Und dieser Wunsch gibt der Gruppe auch eine politische Dimension. Denn in der Leistungsgesellschaft sollen Mütter eigentlich stark sein. Das ist ganz wichtig, dass die Gesellschaft lernt, wir Mütter lernen, aber auch die Welt da draußen lernt, dass ich eine kompetente Mutter sein kann, obwohl ich Hilfe brauche in verschiedenen Bereichen. Und trotzdem kann ich eine gute Mutter sein. Letzten Endes jonglieren behinderte Mütter mit denselben Aufgaben wie alle anderen auch. Und so wollen die Frauen um Sandra Klatt-Olbrich weder als Heldinnen gesehen werden, noch als arme Opfer, sondern vor allem als Mütter. Natürlich ist es ein anderes Leben als mit einer Mutter, die gesund ist. Und trotzdem denke ich, dass wir unseren Kindern Vorbild sein können, weil worauf es im Leben wirklich ankommt, das, glaube ich, können wir unseren Kindern vorleben und das können wir ihnen zeigen. Und das hat nichts mit Mobilität, mit physischer Stärke zu tun, sondern ich glaube, da geht es um andere Werte.